Was geht, Chef Strohs hier am Start mit einem neuen Video. Und heute geht es mal wieder um eine Fortnite-Mobile-Legende, in Anführungszeichen. Ich kenne auch kein Video von ihm. Es ist so, er ist Deutscher, haben sich auch viele gewünscht, dass ich mir mal diesen Dude angucke. Wird als einer mit der besten Fortnite-Spieler gehandhabt. Hat sich auch, glaube ich, für den Apokalypto-Clan bei hier ApoRed beworben. Wir gucken uns das einfach mal an, beziehungsweise ich gucke mir das an. Bin mal gespannt, wie krass der ist. Ihr könnt mir wieder natürlich in die Kommentare schreiben, wen wir danach anschauen sollen. Ich klicke mich ja mal ein bisschen durch. Ich habe jetzt einfach mal ihn hier gefunden. Tante Chanti. Chanti wird er, glaube ich, genannt. Das eine Video muss ich dann, glaube ich, ohne Ton angucken. Da können wir auch ein bisschen NCS-Musik im Hintergrund laufen lassen, weil die leider mit Copyright drüber gelegt ist. Die hier ist, glaube ich, ohne Copyright. Und natürlich könnt ihr seinen Kanal dann abchecken und in der Videobeschreibung, dann schauen wir mal an, was der gute Dude so auf Mobile kann. Ihr müsst euch überlegen, wie gesagt, das ist Mobile. Manche Leute können richtig krasse 90s und so. Ich bin mal gespannt, was bei ihm so abgeht und wir schauen einfach mal. Ich meine, das ist, ich finde das, wenn ich mir vorstelle, dass das auf dem Tablet gemacht wird, ne? Gut, jetzt ist er ein bisschen rumgeflogen, finde ich das trotzdem absolut heftig. So mit diesem schnellen Editieren und sonst noch was. Bin ich da halt immer, keine Ahnung. Sprachlos, weil ich hab's ja selber schon versucht. Und das ist halt krass. Und er hat auch ein ganz krasses Layout. Ich wusste gar nicht, dass man das mittlerweile so machen kann. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das neu ist beim Mobile, weil das ist irgendwie so doppelt. Ich habe keine Ahnung, an was das liegt. Vielleicht auch an der Aufnahme. Ah, ich habe gespielt Stretched. Stimmt. Ich habe erst mit Mobile Stretch. Ich habe auch keine Ahnung, wie er das macht. Aber scheint heftig zu sein. Ich weiß es nicht. Ah, Digga. Scheiße, ich kann nicht. Ja. Ist mal weggetrappt, der Kerl. Ich glaube, es liegt daran, dass er Stretch spielt auf Mobile. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie er das macht. Könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht er selber kommentiert das, wie man das macht, wenn das vielleicht Leute, die Mobile spielen, interessiert. Ich finde es immer trotzdem noch heftig. Und ich bin mal gespannt, wie gesagt, ich hab jetzt bis jetzt noch fast keine deutschen Mobile-Spieler mehr angeguckt, weil, wie gesagt, alles eher internationale Spieler. Irgendwann muss man mal auch mal dann irgendwann vielleicht ein 1 gegen 1 machen gegen irgendeinen von denen. Mir egal, ob deutsch oder international. Müssen wir gucken. Der trappt die Leute auch hier einfach die ganze Zeit weg, ne? Also, nicht schlecht. Ja, das mit den Edits, also das mit den Edits und dem Bauen, das finde ich am allerheftigsten, weil wie gesagt, auf Mobile sowas zu vollbringen, und ich habe das selber mal mit dem Handy gehabt und auch mal mit dem Tablet, und dann denke ich mir immer so, hä? Das kann nicht sein, dass du so schnelle Finger hast, wisst ihr, wie ich meine? Also ich meine, wow, das ist krass, also das finde ich schon mal richtig nice, und es gibt natürlich immer auch diese Leute, die dann sagen, ah, der Typ ist gar nicht so krass, ich bin besser. Kann ich in dem Moment gar nicht beurteilen, aber ich finde, das ist schon krass. Wie gesagt, Mobile ist natürlich auch limitiert, genauso wie PS4-Spiele irgendwie auch ein Limit haben. Und trotzdem krass hier, auch hier mit den Edits macht der schön. Wow, krass. Also, ich würde auch sagen, das ist edit-technisch mit eins das Beste, was wir bis jetzt gesehen haben. Wenn man auch sieht, wie lost die meisten hier auf Mobile sind, sieht man auch so diesen krassen Unterschied. Und wie gesagt, mich würde auch immer interessieren, wie er dieses Stretch macht, weil er hat ja hier diese zwei, er hat ja hier oben mal die Mats, da hat er hier das Doppelt nochmal angezeigt. Ja, auf jeden Fall interessant, wahrscheinlich auch für die Zuschauer zu wissen, die ja vielleicht auch Mobile spielen, sich vielleicht noch verbessern wollen. Für mich ist natürlich Mobile nichts, ich will weiter auf dem PC grinden. Aber wenn du halt siehst, was alles möglich ist, wenn ihr mal guckt, wie clean die Shots gehittet werden, ja, wie die Leute so dumm rumlaufen, finde ich das halt, wie gesagt, extrem nice. Der Headshots sitzen auch, sehr schön. Lecker. Ist die Frage, das kann ich auch mal gerne schreiben, kann man mit Mobile, mit PC-Lobbys spielen? Also, wenn ich jetzt Freund, der Mobile spielt, kann ich dann auch als PC-Spieler da rein joinen? Ja, das geht, ne? Aber dann spielt der Dude auf Mobile auch mit gegen PC-Leute, ne? Das wäre echt mal interessant zu wissen, wie krass er da mithalten kann, bis zu welchem Level. Also, wie gesagt, ich denke mal, die sind auch irgendwann limitiert, sozusagen. Aber ich finde es immer noch krass. Guckt euch mal die Leute an, so. Das ist halt so ein Unterschied wie Tag und Nacht, dass du dir einfach gegen irgendwelche programmierten Bots spielst. Ah, tot! Ja,
Ah ja. Mal ganz kurz weggeklickt. Auf Wodicka, Wodicka. Wie schnell die sich bewegen und so. Was sind? Diese Klettern. Ja, das ist krass, das ist krass. Wir gucken uns gleich mal das andere Video noch an vom Apokalypto-Clan. So, wie gesagt, ich habe jetzt das Video mal gemutet, weil da leider Copyright-Music drauf ist. Das ist ein meistgeklicktes Video. Hat um die 12.200 Siege, 5 Fingerclaw-Spieler. Weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Und das Spiel auf dem iPad 2017. Wir gucken uns einfach mal rein. Ich weiß nicht, ich finde das heftig, Alter. Also ich habe ja echt jetzt länger gebraucht, wieder am 90 zu üben, um sie einigermaßen clean hinzubekommen. Und ich finde das halt heftig, wie clean man die auf so einem iPad machen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe ja jetzt sehr lange am PC geübt, weil ich es irgendwie nicht so ganz gerafft habe. Und der Typ macht das halt einfach mal so einfach auf einem fucking Mobile-Device. Wisst ihr, auf einem iPad. Keine Ahnung, Mann. Wie kriegt man denn so einen Scheiß hin? Einfach heftig. Wie gesagt, und das mit dem Stretch würde mich auch immer noch interessieren. Kann man dann vielleicht irgendwo auch mal fragen, wie das funktioniert. Aber ich würde sagen, das ist bestimmt auch einer der besten Mobile-Spieler in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe jetzt schon mal, wie gesagt, ab und zu ein paar Clips angeguckt von Leuten, die mir geschickt haben. Habe da jetzt nicht drauf geantwortet, habe es mir nochmal angeguckt. Die waren jetzt nicht schlecht, aber das ist nochmal ein Level höher, würde ich sagen. Wisst ihr, ich meine, die waren jetzt alle nicht schlecht, die mir was geschickt haben. Aber trotzdem, das ist halt nochmal eine Stufe besser. Klar, es kann wahrscheinlich noch einen geben, der vielleicht weniger Aufmerksamkeit hat. Wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, aber auch gerne natürlich internationale Leute. Ich gucke mir das immer wieder gerne an und finde das auch immer mega, mega beeindruckend, wie krass man halt wie gesagt, darauf werden kann. Als ich das in Amerika angefangen habe, da war ich nämlich in Amerika, als das rauskam, dachte ich so, okay, ja, mal so zwischendurch ganz geil, hab's mit Max gezockt und fand es ehrlich gesagt mega schwer, dachte so, ja, wow. Da wird keiner was Gescheites hinbekommen. Dann siehst du halt mal so Leute und dann bist du auch wieder so, okay, krass, der Typ ist halt eine fucking Legende auf Mobile, ne? Hätte ich auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr, wenn ich dann gegen die spielen müsste. Ihr seht ja auch, wie lost die meisten da sind. So, ich frag mich auch, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie oft gibt es denn da auch einen Fight, der so even ist, wisst ihr, ich meine? Weil so auf PC hast du auch manchmal Schwitzer, ne? Die vielleicht krasser sind als du oder genauso gut wie du, dann sind das lange Fights, aber hier auf Mobile, wie oft kommt das vor, dass Leute so krass sind? Weißt du, guck mal, die Leute hier, die rennen ja einfach nur rum und wollen was bauen. Ist ja die Frage, wie oft kommt es zu einem Fight, dass die Kerle ungefähr genauso gut sind? Ja, guckt euch mal den Typ da drin an, der steht einfach mit Loons, das macht der. Guckt euch das an, einfach auseinandergenommen, 12 Kills, ciao. Das ist halt heftig, ne? Hätte ich auch keine Lust mehr eigentlich als Mobile-Spieler, würde ich ganz ehrlich sagen, Mama, der Gaming-Rechner muss her. Das iPad für 1000 Euro reicht halt nicht mehr. Krass. Krass, krass, krass. Also finde ich sehr, sehr interessant, wie gut da die meisten Leute sind und auch im Gegenzug, wie lost die meisten sind. Wisst ihr, wie ich meine? Mal wieder hier 10 Kills. Und ich meine, wenn ich dann so sterbe und dann so einen sehe, der halt dann so baut, ist halt GG, ne? Würde mich auch mal interessieren, wie viele Punkte so ein Typ ein Pop-Up macht. Wir hatten ja den einen da einen Pop-Up, ich glaube, der hatte 26 Punkte oder so, ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist halt schon heftig, wisst ihr, für Mobile. Ich weiß nicht, ob der vielleicht noch Sachen hochlädt, vielleicht von den nächsten Pop-Ups. Das wäre auch mal ganz interessant zu wissen. Wie gesagt, wäre auch mal ganz interessant, gegen solche Leute auch mal zu spielen. Weil die sind ja nicht schlecht, ne? Und halt auch, wie krass die halt auch eingeschränkt sind dann auf dem nächsten Level. Bin im Urlaub, konnte ich mehr Clips spielen. Ist das schon fertig? Krass. Aber auf jeden Fall gehen ja die Props raus. Hier an Tante Chanti. Also auf jeden Fall sehr, sehr großer Respekt da von mir an der Stelle. Könnt ihr wie immer seinen Kanal mal auschecken. Sehr, sehr guter Mobile-Spieler. Ich finde jetzt die beiden Clips haben eigentlich genug gezeigt. Erstens, wie krass die 90s sind. Zweitens, dieser Unterschied, dieser Skill-Unterschied von den Mobile-Spielern, von ihm zu anderen, ist halt auch anders heftig. Wisst ihr, wie ich meine? Und da gehen auf jeden Fall die krassen Props raus von mir. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch noch so deutsche Spieler kennt oder noch andere, die so genauso krass sind. Ich würde mich freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und checkt auf jeden Fall unseren Kanal aus. Bis dahin, haut rein, euer Chef.